Der Sozialdienst muslimischer Frauen ist ein Verband, der 2016 in Köln von engagierten muslimischen Frauen ins Leben gerufen wurde. In den Jahren darauf wurden in vielen Städten in Deutschland Ortsvereine gegründet. Mittlerweile gibt es 13 Standorte, an denen Projekte durch den SMF durchgeführt werden. Wir in Neumünster sind seit 2018 einer davon. An fast jedem seiner Standorte führt der SMF das Projekt Patenschaft, Praxis, Qualifizierung vom Bundesprogramm Menschen stärken Menschen durch. In Tandemteams werden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und Menschen mit Fluchterfahrung als Mentees von ehrenamtlichen PartInnen in Alltagssituationen begleitet. Wir führen viele Freizeitveranstaltungen wie Gesprächskreise, PC-Kurse und Sommerfeste durch. Seit 2021 ist die Projektgruppe Umweltschutz durch die Kameralinse Neumünster aktiv. Das Projekt richtet sich in erster Linie an junge Frauen von 15 bis 18 Jahren mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung. Durch die Teilnahme an dem Projekt soll das Selbstbewusstsein der jungen Frauen und Mädchen gestärkt werden. Durch das Erlernen von Selbstverantwortung können die Teilnehmerinnen sich zu starken und selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Die Teilnehmerinnen erweitern ihren Horizont, erlangen fundierte Kenntnisse über Prozesse aus ihrer Umgebung und tragen das Neuerlernte durch eigene Kurzfilme nach außen. Die Auseinandersetzung mit Technik bereitet die jungen Frauen auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft vor. Das Thema Umweltschutz bringt ihnen die Notwendigkeit eines nachhaltigen Lebens und eine umweltbewusste Lebensweise nahe. Seit August 2021 gibt es das Projekt Frauen stärken Frauen gegen Radikalisierung, welches wir an 10 Standorten in Deutschland, so auch in Neumünster, durchführen. Darin sollen junge Frauen und Mädchen muslimischen Glaubens in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden und lernen, sich radikalen Meinungen und Einflüssen argumentativ entgegenstellen zu können. Dies tun wir, indem wir ihnen einen Raum zur Entfaltung geben, ihnen zahlreiche Freizeitaktivitäten anbieten und mit ihnen Workshops und Gesprächskreise gestalten, die das alltägliche Leben betreffen, insbesondere ihre Identität als Muslime. Wir führen auch immer wieder kleinere Projekte durch, die nur ein paar Monate dauern. Das Forum der Vielfalt Neumünster rief den Arbeitskreis zur Förderung der politischen Teilhabe von MigrantInnen ins Leben, um die Zugangsbarrieren zu Politik für MigrantInnen abzubauen. Diesen Arbeitskreis hat der SMF 2021 koordiniert. Er besteht überwiegend aus VertreterInnen migrantischer Organisationen, aber auch anderer Vereine sowie interessierten Privatpersonen. Die Teilnehmenden lernten PolitikerInnen der demokratischen Parteien kennen. Ziel war es, politische Bildung zu vermitteln und niedrigschwelligen Kontakt zu PolitikerInnen und ExpertInnen herzustellen, um politische Teilhabe von MigrantInnen zu fördern. Ein weiteres Mini-Projekt des letzten Jahres war Neumünster gegen antimuslimischen Rassismus. In 10 öffentlichen Online-Veranstaltungen haben wir mit ExpertInnen über antimuslimischen Rassismus gesprochen. Es ging unter anderem um Rassismus im Alltag und im Beruf, um die Geschichte des antimuslimischen Rassismus und darum, wie Neumünster dagegen bereits vorgeht. Aus jedem Treffen entstanden jeweils Podcast-Folgen, die online nachgehört werden können. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit diesem kurzen Video einige Einblicke in die Aktivitäten des Sozialdienst muslimischer Frauen geben. Wenn Sie Lust haben mitzumachen, kommen Sie gerne einfach vorbei oder schreiben uns eine E-Mail oder rufen uns unter der unten angegebenen Telefonnummer an.